Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. So, wir setzen hier wieder ein in, ja, auf der Regenbogeninsel. Weiter geht es im Text. Heieiei, einiges habe ich hier hergestellt, aber nicht das, was am meisten Geld bringt. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob es hier auch noch irgendein neues Gebäude gibt. Ach ja, guck, hier gibt es auch erstklassige Ställe, die ich kaufen könnte in der Theorie. Ich weiß es noch nicht, ob ich mir die holen möchte. Es ist ja eigentlich schon ganz geil, aber wenn ich mir in jedem Ort 5 erstklassige Ställe hole, das sind 5 mal 2,30 Euro. Das sind 11,50 Euro pro Land. Und dann komme ich nämlich schon mal eben auf über 55 Euro. Das ist schon heftig. Trotzdem finde ich die Sachen mit den erstklassigen Stellen ganz interessant. Ich weiß es nicht, ob die bringen dir eigentlich auch mehr Geld? Ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Naja, müssen wir mal gucken. So, hier wird erstmal abgeäppelt auf der Wiese. So. Ich muss mal noch gucken, bis wann der Zwilling da bleibt. Ich bin nämlich noch am Überlegen, ob ich mir den Zwilling holen wollen würde. Oder das Ice Derby. Also Ice Derby ist natürlich auch ein sehr hübsches Pferd. Kann man nicht anders sagen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und sind auch die Werte sehr gut. Müsste ich mir mal angucken, wie das Ice Derby auf den unterschiedlichen Leveln aussieht. Und wie Armor auf den unterschiedlichen Leveln aussieht. Also Armor ist schon auch mega cute. Mega niedlich. Aber, tja. Ich weiß auch nicht so ganz, was ich mache. So, hier haben wir jetzt ein paar so Peruano-Hengst. Das heißt, wir müssten jetzt hier nochmal so ein bisschen Bäumchen-Wechsel-Dich spielen. Öffnen wir mal die Oase. Zack, Pferde hin und her schieben. Lustiges Pferdewechseln. Und da schiebe ich jetzt mal Texel noch rein. Transport. Ach ja, jetzt haben wir das Problem. Ich möchte da bitte mein Paso Peruano reinstellen. Das scheint nicht zu gehen. Steel Toe, das ist irgendwie kein hübscher Name. Wie kriege ich das denn jetzt mit dem Fohlen hin? Ach, so kriege ich das hin, genau. So war das. So war das. Das heißt, ich bin nicht gezwungen, die Pferde unbedingt auf die Weide zu holen. Hoppala. Stimmt, ich muss ja hier. So, und jetzt kann er hier einziehen. Duke heißt er. Duke und Nikki. Finde ich cool, den Namen. Ich finde, der passt zu ihm. Der wird jetzt direkt erstmal gefüttert und auf das Next Level gebracht. So, da ist er schon mal Level 3. Stufe 3. Und die Äpfel haben wir auch noch. Reicht das für 5? Äpfel bringen, glaube ich, nicht ganz so viel. Es reicht aber trotzdem, dass Duke schon Level 5 wird. Sehr schön. Weil jetzt können wir, wow, hier blaue Augen. Jetzt können wir nämlich intern Paso Peruanos züchten. Die sind zwar alle beide nur Stufe 1. Aber das macht ja nichts. Gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Oh, yay! Level 48! Ich habe auch ein Level Up. Oh mein Gott, nice! Stufe 17 freigeschaltet. Irgendeine Oase kann ich jetzt auf 17 aufwerten. Ja, krass! Ich würde mir immer noch wünschen, dass ich mir hier sehen, dass ich mir hier anzeigen lassen kann. Dass ich mir hier anzeigen lassen kann, wie viel Erfahrungspunkte ich brauche, um das nächste Level zu erreichen. Das fände ich sehr, sehr cool, weil das fehlt mir. Das fehlt mir tatsächlich sehr. Klar, ich kann es dadurch jetzt auch nicht beschleunigen. So, ich muss mal ganz kurz hier meine Uhr ein bisschen lockerer machen. Die ist jetzt nämlich gerade zu eng. Beim Sport muss ich sie immer enger machen. Aber nach dem Sport muss ich sie lockerer machen, sonst ist das unangenehm. Oh, der ist ja auch mega hübsch, die zweite Farbe.
Da haben wir aber nur 19% Chance drauf. Müssten wir mal testen, wie das ist, wenn wir mit dem Stufe 3er Paar so Peruano züchten. Nein! Ha, ich hatte schon die Hoffnung, dass es klappt, aber es klappt leider nicht. Es klappt leider nicht. Naja gut, Pech gehabt. Pech und so weiter. Kann ich die hier schon wieder abholen? Ich glaube nicht. Doch, kann ich. Wow. Ist schon wieder so lange her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Krass, wie die Zeit doch rennt. So, Fiona Derby. Ganz viel Fiona Derby. Wie viel fehlt mir jetzt noch? Ist halt die Frage, Eisderby könnte ich theoretisch mir auch freischalten, wenn nochmal Puzzleteile verfügbar sind und dann züchten. Okay, 17 fehlen mir noch. Das kann ich mit, ach, Sonne. Das ist ja was ganz Neues. Aber Sonne könnten wir auch nochmal mit Sony bestreiten. Das könnte ich mit dem... Oh, Comet hier unten war ja auch hübsch. Das könnte ich mit Armor, glaube ich, nicht. Also Armor scheint kein Puzzleteil zu sein. Hier Comet, genau. Leider den Start ein bisschen versaut. Der Rest war dafür gut, aber wir sehen trotzdem einen deutlichen Unterschied. Ich hätte gerne das englische Vollblut auch mal noch als Hengst auf Stufe 4. Als T4, das habe ich momentan noch nicht. So, wie gesagt, ich möchte das auch ganz gerne durchaus nochmal mit Lametta probieren. Mit meinem Winterwunder. Wo ich es letztens nicht geschafft habe, das komplett hier das Rennen zu gewinnen. Das möchte ich auch nochmal austesten. Aber das möchte ich ganz gerne erst dann austesten, hatte ich jetzt beim letzten Mal schon erzählt, oh, verflixt, wenn ich die Puzzleteile komplett habe. Und es kommt halt immer darauf an, ich kann durchaus auch mit so einem Pferd gewinnen, was nicht ganz perfekt trainiert ist. Allerdings kommt es halt auch immer darauf an, wie gut die anderen trainiert sind, weil die anderen sind ja auch in gewisser Weise trainiert. Wobei man eigentlich, das ist das Schöne, dass man eigentlich mit einem Pferd macht man noch eins zusammen. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, das mit Lametta zu machen. Doch komm, wir probieren es nochmal mit Lametta. Ich probiere es einfach nochmal. Ich schaue jetzt mal, ob ich es hinbekomme. Start war schon mal verbockt. Guck mal, diesmal hat es geklappt. Obwohl ich jetzt auch nicht viel... Ach stimmt, das. Ja, hier, sie kann ich ja nochmal antreiben. Diesmal hat es locker geklappt. Also ihr seht es aber, beim letzten Mal war kein Hinterherkommen bei dem anderen Pferd. Das hat einfach nicht funktioniert. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe es einfach nicht geschafft, da auch nur annähernd hinterherzukommen. Aber dann lasst uns einfach, jetzt bin ich mutig geworden. Lasst uns noch eins mit Lametta reiten. Hier Lightning, die will ich auch mal noch weiter trainieren. Die sind auch so mega cool. Es gibt so viele hübsche Pferde in dem Spiel, die ich alle mal gern noch hier aufs Next Level bringen möchte. Start wieder verbockt. Also da gibt es noch einiges. Hier seht ihr es, hier habe ich es auch schon wieder deutlich schwerer tatsächlich. Obwohl ich nur den Start verbockt habe und das andere diesmal besser hinbekommen habe. Aber es hat funktioniert. Lametta hat uns auch zwei der besten Truhen beschert. Das ist doch mal sehr schön hier. Hier müssten wir nochmal ein Pferd trainieren. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Pferd muss denn noch trainiert werden? Wie sieht es denn aus mit unseren beiden Schecken hier? Ich glaube, genau, die waren, glaube ich, schon trainiert, wenn mich nicht alles täuscht.
Wir gehen mal in die USA. Hier habe ich noch Pferde, die trainiert werden müssen. Die Frage ist, sind es auch Pferde, die ich trainieren will? Hier, wer ist das denn von den beiden? Butterfly. Butterfly würde ich noch trainieren wollen. Das heißt, wie weit müssten wir hier kommen, und damit Butterfly trainiert wird? 1800. Wollen wir das mal noch machen? Butterfly hier einmal trainieren? Aber die Siegesderbys, die müssen auch noch trainiert werden. Die sind eigentlich auch, die haben Ausdauer auch schon sehr hoch. Das ist eigentlich auch sehr nett. Butterfly, aber Butterfly ist schon ein bisschen weiter noch. Und ist kurz davor, austrainiert zu werden. Komm, dann reiten wir das Rennen mal noch mit Butterfly. Das werde ich aber nur so weit reiten, bis sie das freigeschaltet hat, die Verbesserung. Also bis 1800. Danach werde ich sie, glaube ich, in alles reinsegeln lassen, damit das hier nicht zu lang wird. Also prinzipiell habe ich jetzt, hätte ich jetzt nichts dagegen, das Rennen auszureizen bis zum Schluss. Aber ihr habt es ja schon mitbekommen, ich bin mitten in den Urlaubsvorbereitungen. Auch wenn mein Urlaub erst Anfang Oktober beginnt. Aber je früher ich irgendwie hier mit meinen Urlaubsvorbereitungen anfangen kann, desto besser ist es. Desto besser ist es einfach. Das ist für mich momentan echt noch so eine, ja, ich muss schon sagen, es ist eine Belastung. Es macht zwar Spaß mit den Videos und ich weiß auch, dass ihr sagt, es ist nicht schlimm, wenn was ausfällt. Es werden auch Sachen ausfallen, aber ich möchte halt trotz allem so meine Kernprojekte möchte ich eigentlich ganz gerne schon noch weiterbringen, und den Anspruch habe ich einfach auch an mich selber. Wie gesagt, es wird schon genug ausfallen, so ist es nicht. Aber einiges will ich halt trotzdem noch vorbereiten, und oh, den Speed hätte ich mitnehmen können, den Boost. Naja, gut, macht nichts. Ja, und da bin ich einfach jetzt schon drin, denn man hat das halt dann so im Hinterkopf und ich möchte es gerne fertig bekommen, so gut es geht. Und ich bin einfach auch, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, und das zeigt sich halt auch in solchen Dingen. Guck mal hier, ich merke schon, die Ausdauer hier, die haben wir jetzt auch gebraucht. Wenn ich jetzt mal sehe, es sind noch 400 Meter und so viel Ausdauer haben wir gar nicht mehr über. Also ja, es reicht jetzt noch, aber wir haben ja auch schon Ausdauer eingesammelt, ne? So, guck mal, das war eine Punktlandung mit der Ausdauer. Wir haben 1857 geschafft, 57 Meter zu weit. Das ist schon heftig. Ja, damit hat jetzt Butterfly nochmal 100 Erfahrungspunkte obendrauf bekommen. Sehr schön, das freut mich doch. Machen wir da auch mal wieder ein bisschen Fortschritte. Und dann würde ich sagen, können wir Butterfly eigentlich auch mal noch ins Training schicken hier. Zack, machen wir. Gut, ihr Lieben, das war es jetzt an dieser Stelle für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, würde mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich würde mich genauso freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal Horsehelfen wieder mit dabei sein würdet. Also macht's gut. Tschüss.